So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Immer noch in Quarantäne, ne? Ich habe mir jetzt erstmal noch einen schönen Tee gemacht. Steht übrigens hier, ist auch Honig mit drin. Das ist, glaube ich, wieder ein Ingwer-Tee. Da blickst du selber nicht mehr durch. Das Muttertier ist im Nebenzimmer. Die ist ja während der Quarantäne auch da. Die guckt gerade ihr Sturm der Liebe oder irgendwas. Ich habe gedacht, wir nutzen die Zeit mal, was ich die ganze Zeit schon machen wollte, unsere Käufwaff-Formen alle durchzuentwickeln, ja. Ich habe dafür extra 100%ige gesammelt, das ist aber nicht so wichtig, es geht um die Formen. Nochmal auch zu sagen, in welchem Land ist welche Form, wie sieht die Form aus, die gucken wir uns hier an. Und was ist eure Lieblingsform? Ich habe mir jetzt mal hier einen Screenshot gemacht. Aus dem Video von Girafrag mich, der hat das so schön gezeichnet, nochmal aufgezeigt. Wir werden das mal in der Reihenfolge, wie die hier stehen, jetzt durchmachen. Das heißt, zuerst gehen wir hier rein. Vorher habe ich mir das so schön gedacht, bei Raid am Mittwoch, als ich das gefilmt habe gestern. Ich muss mich so setzen, dass ich das neben mich packe. Natürlich habe ich es wieder auf der falschen Seite gehabt. Ich muss mich also so setzen, dass ich hier dann den Bildschirm einblenden kann. So, wir geben jetzt mal hier ein. Käufwaff, 4 Sterne. Ihr sucht bitte nur nach Käufwaff. Wir haben zuerst den Damenschnitt. Ja? Ich glaube, die Sorte, die ich am genialsten finde, die werde ich auch das hochgelevelste nehmen und so machen. Die drei, die sowieso nicht so krass sind oder nicht so wichtig, werde ich einfach als die niedrigsten nehmen. Damenschnitt weltweit. Könnt ihr also auswählen, ihr geht auf euer Käufwaff drauf, geht mal auf Form ändern, habt hier den Damenschnitt. Wir wählen ihn mal aus, drücken den durch, okay, mach mal hier. Das erste Mal, dass ich einen Formenwandel durchziehe, das ist also Käufwaff im Damenschnitt. Sehr schön, neben dem Damenschnitt gibt es den Kavalierschnitt, der auch weltweit ist. Ne? Ist ganz logisch, ist dann der daneben. Gehen also wieder auf Form ändern. Ihr seht schon, die eine Form haben wir. Machen jetzt den Kavalierschnitt, dass wir den auch haben. So, der ist wirklich für alle weltweit verfügbar. Jeder, egal in welchem Land ihr seid, ihr könnt männlich und weiblich erstmal so machen. Während der dritte, der Diamantenschnitt, für uns in Europa ist. Deswegen sehen wir den, deswegen haben wir da einen dritten schon. Die anderen haben einen dritten, nämlich den jeweils, was die halt in ihrem Land haben. Das ist Käufwaff mit dem Kavalierschnitt, ne, in grün. Ja, wieso nicht? Sieht aus, als hätte er so eine Stecknadel, so eine Pinnnadel hinten im Arsch. Wir nehmen also die Europa-Version, machen die hier auch noch Diamantenschnitt einmal drauf, bitte Form ändern. Müsste jetzt so orange sein. Genau. Hat auch hinten so ein Karo am Schwanz dran. 1810. Da ändert sich ja nichts. Die Frisur sieht nur anders aus. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt möchte ich nämlich als nächstes den Fräulein-Schnitt. Dazu muss ich nach Amerika. Amerika-Schnitt. Ja. Bruder, jetzt haben wir auch Pokémon unten drin. Wir gehen wieder auf Käufwaff drauf. So, nehmen uns das nächste mit 1810, gehen auf Form ändern und jetzt habt ihr hier den Fräulein-Schnitt drin. Auf Form ändern, drücken den durch. So, genau, das ist nämlich dieser mit dieser schönen, ja, Eierlikörfarbe. Käufwaff im Fräulein-Schnitt. Dann haben wir noch den Sternchenschnitt. In Asien. Ich glaube, Japan ist sowieso dann auch meine Lieblingsform. Dieses Weiß und dieses kräftige Rot. Das heißt, ich werde das Höchste, was ich habe, eben in die Japan-Version umbasteln. Der Kabuki-Schnitt. So ist er dann, genau. Jetzt sind wir aber erstmal beim Sternchenschnitt in Asien. Wieso ausgerechnet Sternchen in Asien? Sternchen hätte ich doch nach Amerika, die ganzen Stars and Stripes, diese ganzen abgehobenen Promis, die ganzen dreckigen, was ist jetzt schon wieder hier los? Ich gucke einfach mal rein, ob das gezählt hat.
wenn ich mir das nächste Käufwaff nehme, auf Form ändern gehe und habe jetzt nur Darmschnitt und Kavalierschnitt, weil es gerade kein GPS hat und gerade nicht erkennt, wo wir eigentlich überhaupt sein sollen. Das heißt, ihr tut einfach so, als hättet ihr das nicht gesehen und ich gehe einfach direkt mal nach Japan. Dann ist es jetzt egal, bevor ich das gleiche nochmal suche. Jetzt kann ich es euch also wieder zeigen. Wir stehen jetzt in Japan. Sieht man Japan? Wow, richtig genial. So sieht Japan aus. Ja, habt ihr schon mal Japan gesehen? So sieht's aus. Jetzt gehen wir hier drauf. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Alles sehr unspektakulär. Nehmen wieder den 1840er. Haben jetzt Sternchenschnitt und wenn ihr hier rüber geht, seht ihr auch den Kabuki-Schnitt. Wir machen aber zuerst jetzt den Sternchenschnitt direkt in Asien. Blau mit Sternchen. Sieht aus, wie als müsste er gleich auf den Weihnachtsbaum gesteckt werden. Und jetzt möchte ich aber auch den höchsten nehmen. Und den höchsten packt man jetzt einfach mit dem Kabuki-Schnitt an. Und der gefällt mir einfach am besten, dieses kräftige Rot. Und das Design, die Haare, alles dabei. Guckt mal, der ist cool, oder? Ist das auch euer Lieblings-Käufwaff oder heißt der nur Kopfwaff? Gira fragt mich, hat Kopfwaff gesagt, aber ich lese mal das I. Ist das I? Gibt's das gar nicht? Weiß ich nicht. Ägypten, Frankreich ist noch übrig. Das heißt, wir zischen mal schnell ab nach... So, jetzt hat's neu gestartet. Da ist auch ein kleines Rehkitz. Wir gehen wieder auf die App. Geben wieder unseren gewafften Koi an. Ja, wenn wir jetzt noch drei fette, große Starke haben, könnte man natürlich auch die oberste Reihe jetzt nutzen, wieder hier rüberfahren. Ihr habt den Diamantenschnitt jetzt natürlich auch eingegeben, weil wir in Europa sind. Hä? Herrscherschnitt? Bin ich denn? Herrscherschnitt? Ägypten. Ägypten in Europa? Ja, okay, gut, ja. Bin ein bisschen verwirrt, egal. Das müsste ja dann aber in Frankreich auch so sein. Dann habt ihr auch da wieder beide. Da ist halt jetzt hier das Blaue, Dunkelblaue drin. Okay. Jetzt noch nach Frankreich. Frankreich noch das letzte holen. Bestimmt an die Mall stellen. Müsst eigentlich auf die App direkt, dass ihr da die Lupe habt. Aber bei der Lupe gibt so gut wie keiner was ein. Habe ich schon so oft erlebt. Die Leute wissen nicht, dass da bei der Lupe man auch was reinschreiben kann. Die wollen immer Chords. Obwohl du ganze Städtenamen einfach da reinschreibst, du brauchst du keine Chords. Hier mal ein Chords für Auckland. Gib doch Auckland ein. Dann bist du in Auckland. Und ich habe schon wieder weit und breit nichts. Na gut, da sind ein paar Straßen. Hier würde dann wahrscheinlich jetzt die Nearby-Liste hat sich befüllt. Das heißt, das dürfte so auch richtig sein. Sieht aber auch unspektakulär aus. Wir hätten uns eigentlich direkt irgendwo an irgendwelche Hotspots stellen müssen, dass man ein bisschen mal was sieht. Ja, mit iPogo wäre das sicherlich richtig gut gegangen. Herrscherschnitt war der letzte. Jetzt haben wir noch den Königinnen-Schnitt in Frankreich. Dann müssen wir wieder hier rüber, gehen hier auf Form ändern, drücken noch einmal die durch. Ah, 1960, super, Tiefschlag, Strauchler. Das waren jetzt theoretisch alle, die wir haben. Ich habe noch drei Käufwaffen übrig. Aus einem kommt hier irgendwann noch dieser Herzchenschnitt. Denke ich mal trotzdem zu einem Valentins-Event irgendwann oder so. Oder dass die sich da was Besonderes mit dem aufheben. Ansonsten habe ich halt 1 zu viel. Haben jetzt also hier Asien, haben jetzt hier Europa, haben hier Amerika, weltweit, Frankreich, Japan und Ägypten. Welches davon gefällt euch am besten? Wie gesagt, das ist eigentlich mein Lieblingsschnitt. Jetzt habe ich die Schnitte alle da. Jetzt muss ich das Video nur noch schneiden, den Tee noch austrinken und morgen sehen wir uns beim Community Raid mit Darkrai. Ich werde wieder gucken, dass ich den ersten Raid ab 11 sehe, poste und muss den diesmal leider von zu Hause aus machen und zu Hause aus hosten.
und nicht so wie sonst immer vor Ort, was mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat, aber darf ja momentan nicht raus. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.